Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns von Savotta die Thermoskanne in Army Green. Niemand weiß, warum hier eine Glock liegt. Warum liegt hier eine Glock auf dem Tisch? Ganz ein Coffee, so ein Lifestyle-Ding in Amerika. Und ganz ehrlich, manchmal stellen uns unsere Partner auch vor eine Herausforderung, nämlich dann, wenn wir über ein Produkt reden sollen, worüber man eigentlich gar nicht viel sagen kann, wie zum Beispiel hier die Savotta Thermoskanne. Savotta ist ja bekannt aus dem Outdoor-Bereich, macht extrem gute, robuste Rucksäcke, die auch schon diversen Tests, Härtetests unterzogen worden sind. Genau das haben wir ja auch bei der Thermoskanne gemacht. Wir haben sie aus dem Flugzeug geworfen, wir haben sie mit dem Panzer überrollt und wir haben hier Wasser eingefüllt, was jetzt ungefähr seit 3 Wochen da drin ist und ungefähr die Temperatur bei 90 Grad gehalten hat. Jetzt schauen wir mal nach, ob das denn immer noch heiß ist. Es ist immer noch heiß. Unglaublich. Also 3 Wochen hält diese Thermoskanne die Temperatur. Ich weiß gar nicht, wie die das machen, aber jetzt habt ihr auf jeden Fall heißes Wasser. Nur wieder mal typisch. Kein Kaffee, kein Tee, kein nichts in der Nähe, aber zumindest heißes Wasser. Nee, mach Spaß beiseite. Natürlich haben wir jetzt hier kein Wasser für 3 Wochen drin gehabt, aber tatsächlich hat die Savotta Thermoskanne eine extrem gute Wärmeleistung. Wir haben jetzt inzwischen mal ein paar Tests damit gemacht, hatten damit jetzt die Erfahrung, dass man bei Raumtemperatur, also wenn ich jetzt hier heißes Wasser reinfülle und es hier in einer Umgebungstemperatur von ein paar 20 Grad darin stehen lasse, dass ich da gut 24 Stunden auch die Temperatur gehalten bekomme. Im Outdoor-Bereich, also gerade draußen, wenn die Temperaturen ein bisschen tiefer gesunken sind, dann hat man natürlich da ganz klar nicht mehr dieselbe Eingangstemperatur, wenn man das wieder nutzt nach einem Tag. Aber immerhin ist das Wasser dann nicht gefroren oder kalt, sondern man hat immer noch warmes Wasser. Die Kanne ist ansonsten eine stinknormale Thermoskanne, wie jede andere auch. Allerdings kommt sie hier in diesen wunderschönen OD Green, ja, oder Olivgrün. 30 cm in der Länge, 8,5 cm im Durchmesser, gibt es als Variante 1 Liter, wie hier zu sehen, auch als 0,75 Liter Variante oder als 0,5 Liter Variante. Wir haben einen Edelstahlkorpus und hier diese isolierte Tasse, die man oben drauf schrauben kann. Ich würde es jetzt gerne wieder drauf schrauben, aber ich weiß nicht, wohin mit dem Wasser. Trinken kann ich es auch nicht, dafür ist es zu heiß. Ich schütte es zurück, gute Idee. So, dann schütten wir das gerade einmal zurück. Bringt Handtücher! Nein, ich krieg das ohne Handtücher hin. Ha, nicht ein Tropfen daneben gegangen. So, dann schrauben wir das Ganze wieder zu und setzen den Deckel oben drauf. Mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Es ist einfach nur eine Thermoskanne, allerdings in einem sehr, sehr coolen Look von Savotta. Gibt es im Chemo Store, der Link ist unten eingeblendet. Habt ihr Fragen zum Produkt, schreibt es uns in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, Like, liken, Abo und die Glocke klicken. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut. Bye, bye. Ist übrigens auch unglaublich, was in diesen Becher alles reinpasst. Also wir haben jetzt die komplette Thermoskanne reingeschüttet. Das ist nochmal wirklich ein Alleinstellungsmerkmal, was andere Hersteller nicht haben.